So. Oh, warum ist das jetzt schon wieder so laut? Uno momento. So. Ja, also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Freedom Cry. Ich habe jetzt nach zwei Folgen schon 42% erreicht. Also es, denke ich mal, wird, ja, relativ kurzes Let's Play werden. Großsegelbergen! Oh. Fregatte könnten wir rein theoretisch nehmen. Oder wir nehmen, komm, wir nehmen mal die kleinen. Mal schauen, wie das mit Ed Wally ausgeht. Huch! Daneben! Aber? Bereit zu schießen, Captain! Hallo, mal nicht so schnell! Hallöchen! Hallöchen, Popöchen! Munition verschwendet! Jetzt. Ja, es tut mir leid. Feuer! Doch, Captain! Feuer! Ein Gut. Es geht los! Yeah! Erwarten Befehle! Vorsicht, Ade! Feuer! Oh. Feuer! Arbeit dran! Ich wollte mal gerade die Fässer werfen, aber irgendwie. Keine Ahnung. Hä? Ach so. Feuer! Captain! Yeah! Jagt da ein paar Kugeln hinein! Volles Zeug! Yeah! Auf rein! Nehmt Druck vom Baum! Locker schwimmen! Alle mit. Segel ein! Das ist ihr Schwachpunkt! Feuer! Triff sie dort! Sind gleich soweit! Los, komm, komm! Das ist ihre Schwachstelle, Captain! Feuer! Volle Segel! Bewegung! Captain! Jagt da ein paar Kugeln Feuer! Hinein! Oh, komm, dreh dich doch mal! Das ist das. So. Rein aus dem Wind! Geladen, Captain! Oh, ist das schwerfällig wieder. Was ist denn das? Setzt jeden Zoll Segel! So, können wir die entern? Segel reffen! Raus ja. aus der Bö! Wir werden in eurem Blut baden! Entschuldigung! Warum habe ich da unten noch wieder dieses WLAN-Zeichen? Das verstehe ich auch wieder nicht. Ja. Also sag mal so, Edward hätte sich da mal eine Scheibe abschneiden können. Oh. Ey, ich hab doch E gedrückt, Ed Wally. Nein! Oh mein Gott, geh hier! Oh, ey, manchmal fragst du dich wirklich, was in den Köpfen von diesen Männern vorgeht. So, mal schauen, welche Optionen wir hier haben. So, und ich würde vielleicht sagen, dass wir diese Ausrufezeichen, die Fragezeichen in der heutigen Folge mal erkunden. Wir haben ja nicht allzu viel zum Erkunden in diesem Gebiet. So. Segel setzen! Ja! Ja! Ich weiß nicht, was ich mit Edward falsch gemacht habe, dass er nicht so weit, ja, springen konnte. Le Français, adieu. Danke.
Aber ich bin ja wirklich froh, dass es hier keine Animus-Datenfragmente oder irgendwelche Shanties gibt oder irgendwelche anderen Gegenstände, die wir einsammeln können, weil das sind wir doch relativ schnell fertig. So, jetzt haben wir hier die eine Insel. Die sieht schon ein bisschen sehr traurig. Oh, ein Schwertwal. Wir treffen gleich auf Land! Alle außer Großbergen! Wow. Das ist wirklich eine sehr große Insel. Isla Faro mit einer Truhe. Cool. Also ich glaube, wir sind wirklich sehr schnell fertig. Harponieren müssen wir rein theoretisch alles auf 100% haben. Und das Fass sieht doch irgendwie anders aus. Ich würde vielleicht den Schwertwal harponieren, beziehungsweise das versuchen. Nehmen wir fort. Top-Segel-Reffen! Leesegel einholen! Oh, wir kriegen auch Bekanntheitsgrade. Boah. Das ist ein großer. Ja. Wow. Los geht's! Erwischt! Hab dich, Fischlein! Er hat das Tau zerrissen! Irgendwas? Nein. Er ist da lang! An Steuerbord! Oh Gott! Festhalten! Achtung, er zieht! Ja. Hab ihn! Getroffen! Verdammt. Ich denke noch ein oder zwei Mal und dann haben wir ihn. Boot, 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 boot. Er kommt auf uns zu! Direkt vor uns! Ja, der ist erledigt! Ah, das sind so schöne Tiere. Die sind zwar wirklich psychopathisch veranlagt, wenn man mal einige Videos guckt, wie die ihre Beute ja, jagen, beziehungsweise die erstmal tyrannisieren. Das ist ja schon ein kleines bisschen traurig. Mehr sehen! Aber es sind wirklich wundervolle Tiere. Aber die singen hier gar nicht, ne? Bei Edward's Crew, da hätte er schon seit 10 Sekunden angefangen zu singen. Wo Wally Riley, wie auch immer der heißt, oder Drunken Sailor oder Jimmy, Jimmy, Haha. Oder wie dieses Lied auch hieß. Ich hatte ja gefühlt nur drei. Die ich gehört habe. Wow, jetzt haben wir wieder hier eine ganz kleine Insel. Wow. Danke, Spiel. Oh nein, wir haben so einen Tauchglocken. Oh nein, keine Tauchglocke. Haben wir überhaupt eine Tauchglocke? Experto Grede. Upgrades. Rundkugeln, ja komm, 2000. Also in Geschäften. Boah, muss ich wirklich. Beziehungsweise, ich kann ja da mal. Ach nee, den haben wir gar nicht. Ja, der Wallace Upgrade. Beutel. Ach gut, ja, die kriegen wir einfach so, oder? Im Geschäft muss ich da wirklich, warte mal. Moment. Kann ich hier rein und das einfach hier auch kaufen? Ach, du bist mein Geschäft. Ach so, okay. Experto Grande, Rundkugeln. Rundkugeln. Schwere Kugeln. Das haben wir eh kein Geld mehr. Munition brauchen wir auch nicht, Aussehen auch nicht. Oh, hier können wir noch Schiff reparieren. Wir haben da etwas Neues für euch. Dann mal den anderen. Beutel.
Der kostet zum Glück 0 Real. So. Oh, warte, was hat denn... Weiße, Captain. Man weiß nie, was diese grausame Welt für einen bereithält. Ach, so viel. Munition, Jagdbeute, Fracht verkaufen. Okay. Später vielleicht. Ja, später vielleicht. Aber nur vielleicht. So. Irgendwie ist wirklich das Wasser höher als in Black Flag. Zumindest habe ich das im Gefühl. Ah, wir haben ja gleich ein Boot. Sehr schön. Isle du Fay. Oh, ja, Entschuldigung. Gebt mir etwas Fahrt! Segel setzen! Holt alles aus ihr raus! So, wo haben wir denn hier dieses doofe Sklavenschiff? Ach, das ist so ein weißes, oder? Ja. 5000! Bruno, Momento. Feuer! Der Mörser! Ah! Oh! Auf dein Zeichen, Captain! Huch! Stimmt, ja, es macht Sinn. Ein guter Treffer kann reichen. Dass ich die nicht angreifen soll, weil. Ja. Feuer! Bereit zur Feuerstelle, Captain! Feuer! Wir müssen einstecken! Feuer! 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 Captain, jag da ein paar Kugeln hinein! Warte mal. Feuer! Das ist dir Sch... Es geht los! Feuer! Hier, Kanonen! Bleib außer Reichweite! Feuer! Holt sie zurück! Feuer! Feuer! Das ist ihre Schwachstelle, Captain! Feuer! Moment, Moment, Moment. Du. Captain! Jag da ein paar Kugeln hinein! Oh, nee, ramm ich überhaupt nicht. Rahm- und Marssegel festzurren! Alles setzen und scharf zum Wind! Ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Bereit zu schießen, Captain! Ja! Moment! Ich weiß! Da, Captain! Nur eigentlich! So eine Brick ist schon ein bisschen. Bereit zu feuern! Moment! Oh. Dieser Nebel! Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain! Erst die Top und ab! Bleib außer Schutz! Ja, warte, ich will die nur mal kurz antitschen. Nur mal kurz. Kriegen wir das hin? Segel reißen! Raus aus der Bö! Aufgehalten! Ja, warte. Druck vom Bauch! Feuer! Unter! Einholen! Einholen! Hallo? Ich möchte die gerne entern. Ach so, kann ich gar nicht, weil ich es zerstört habe. Ach so. Ups. Upsi-dupsi. Aufgang! Aufgang! Nein! Sag mal! Ich will sie zum Geier, will ich hier entern. Warum funktioniert denn das jetzt hier nicht? Entschuldigung, jetzt. Hallo! Enter die doch mal bitte. Was ist denn das jetzt schon wieder los? Ach so, ich muss es mal umdrehen. Wir kommen gleich. Achso, die entern wir jetzt. Ich war jetzt kurz verwirrt. Wen wir denn nun nehmen? Kann Eddie überhaupt schwimmen? Ich habe doch E gedrückt. Ich habe E gedrückt. Warum funktioniert das nicht? Ja, hau sein. So, bitte. Ja, komm. Und jetzt hau den doch mal eine rein. Wo bin ich denn?
Ist das dein Ernst? Ich habe doch Leertaste gedrückt, mein Gott. Manchmal bin ich... Mach mich wieder aggressiv hier. Hallo. Ey, wenn ich jetzt hier sterbe, raste ich ihn noch aus. Mein Gott. Also Etowah ist gerade mit der Abstand schlimmste Charakter, den ich bisher hatte. Was Kämpfen anbelangt und Steuerung. Aber die Bekanntheitsgrade, die, Halbe Segel von Wind! Alle Segel reffen! Volles Zeug, na los! Die, Segel bergen! Auf Entern und reffen! Reffen! Segel setzen, Bewegung! Boah, was ist denn das für ein Schiff? Oh, das ist ja zum Mäusemelden. Rein aus dem Wind! Ja, also die gehen irgendwie schneller hoch als in Assassin's Creed Black Flag. Etowah! Manchmal wirklich die Steuerung. Ich meine, wenigstens das funktioniert ja besser als in Black Flag. Bin ich denn hier? Oh, Eddie. Oder AD. Oh, den. Oh, mein Gott. Hä? Ja, genau, mein eigener Mann hat mich jetzt angegriffen. Was ist das denn für ein Müll? Komm! Los, komm! Das ist wirklich gerade. Naja. Schwierig, sagen wir es mal so. Dreh schwierig. Und ist es so ein bisschen wie Tango-mäßig, beziehungsweise ist es schon relativ. Rhythmisch die Musik. Da fühlt man sich gerade gar nicht, als wäre man im Kampf. Groß helfen! Bam, Segel aufgeilen! So. Hallo! Die kann man wohl einfach so ändern. Nein! Boah. Ey, die 20 mm hätten sie auch noch getan. Bonjour! Oder nicht Bonjour. Was ist denn der jetzt auf einmal hingelaufen? Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ich habe E gedrückt, ihr selten dämlichen Lieblingssklavenjäger, die ich jetzt eliminieren werde. Das ist kein Trick. Ihr könnt gehen. Thank you.
So, dann haben wir hier. Öffnen die Hauptsegel! No. Alle auf alle. Den Großbergen! Ich hoffe, wir können jetzt fliehen. Na gut. Komm, geh weg. Kennst du die Geschichten von der Jackdaw Augustin? Kenways Schiff und meines für eine Weile. Es heißt, sie sank irgendwo vor der Küste Was? Von Hispaniola. Oh, nein. Aber keiner weiß wo. Oh, Jackie! Du glaubst, sie ist hier. Vielleicht werde ich nur nostalgisch mit den Jahren. Nein. Warum sang denn die Jackie? Nicht der Ernst jetzt. Oh nee. Oh, da haben wir jetzt nicht damit gewettet, meine Freunde. Jetzt muss ich hier noch rum. Hallo, plündern bitte. Bisschen schneller. Wir haben hier ein Sauerstoffproblem, mein guter Ade. Also würde mich wirklich mal interessieren, wie es danach weitergegangen ist mit Kenway. Irgendwann muss er ja sein Piratenleben oder halt ne, das Leben auf sie aufgegeben haben. Müssen, weil... Ja, war ja dann immer relativ reich. Hatte ja dann, ne, Haven Kenway, der kam ja dann also auch aus gutem Hause. Zwar war er dann ja ein Templer, aber an sich kam er schon, wo Edward noch gelebt hat, aus einem wohlhabenden Haus. Muss ich hier rein? Ja, entschuldigen Sie, wo ist denn hier der Eingang der Höhle? Ist er hier unten irgendwo? Ja, hier, okay. Also, wenn ich hier wirklich irgendwo die Checkdowns sehe, dann fange ich an mit Weinen. Ich hatte so viele gute Dienste. Oh nee. Es sind übrigens. Ja, ich weiß nicht, so wie gehabt. Lass mich mal in Ruhe. Es sind Muränen. Das hatte ich jetzt gegoogelt. Keine Lemuren oder Muränen oder Muren. Das sind Lemuren. Muränen. Ja, gleich. Halt doch ein bisschen durch. Ade. Los, schnell. Hier rein. Ich weiß nicht, ob ich auch die Jackdaw an sich wieder erkennen würde. Habe ich hier irgendwo eine Flagge? Ist das die? Ich meine, nee. Haben auch keine Flagge und hier kommen wir auch nicht genau rein. Ist das? Oh. Oh nein. Ach, Geheimnisse. Ist das? Nee. So, Gebiet, kann ich auch mit die.
Ja, weil ich möchte gerne wieder zu meinem... Ja. Bevor ich den ganzen Weg zurückschwinge, sterbe ich lieber. Genau. Erstaunlich. Das letzte Mal, als ich die Jackdaw sah, gab ich sie Kenway zurück. Ich beschloss, kein Jackdaw? Pirat mehr zu sein und für die Assassinen zu kämpfen. Sie hat immer noch Macht über dich. Sie war das erste Schiff, das mich als Kapitän annahm. War das wirklich die Jackdaw? Wer will denn das wissen? Warte mal, Datenbank. Historische Ereignisse. Klassen. Ja, Maroons. Charaktere. Ja. Allgemein. Schiffe. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das die Jackie gewesen ist. Naja, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir noch mal ein paar Sklavenschiffe, die uns über den Weg fahren werden oder über die See fahren werden oder segeln werden, noch mal einnehmen werden. Dann, ja, noch mal die Ausrufezeichen, ich bin auch schon so ein Ausrufezeichen, die Fragezeichen weiter entdecken. Wie gesagt, wir haben ja nicht allzu viele. Und ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es die Jackdaw gewesen ist. Da würde mich mal wirklich sehr interessieren, was dazu geführt hat, dass sie untergegangen ist. Und von wem sie besiegt worden ist. Aber ich habe die nicht erkannt. Ich meine, es wäre cool gewesen, wenn wir in die Kapitänskajüte hätten schwimmen können und hätten dort diese drei Flaggen gesehen, beziehungsweise vielleicht auch das Innenleben, wie wir es von Black Flag kannten, weil dann hätte ich sie erkannt, aber so, ja, wir hatten jetzt nur dieses eine Stück Frack, was anscheinend von der Jackdaw gewesen ist, aber so genau habe ich sie jetzt nicht erkannt, aber naja, vielleicht klärt sich das noch auf oder halt nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.